Immer mehr Menschen interessieren sich für die Ahnenforschung und gerade junge Leute wollen wissen, wo ist meine Oma her, wo ist mein Opa her. Und ich bin hier mit Herrn Adolf Ondracek. Wie fängt man eigentlich an, um sich um die Ahnen zu kümmern? Man fängt normalerweise so an, dass man erstmal in der Familie fragt, was ist vorhanden. Also man fragt den Opa, den Urgroßvater, soweit noch vorhanden, schaut, ob irgendwo eine Kiste oder eine Schublade vorhanden ist, wo noch alte Dokumente vorhanden sind. Oder auch einen sogenannten Aria-Nachweis aus dem Dritten Reich, wo auch schon ein kleiner Stammbaum vielleicht drin ist. Und sucht sich diese ganzen Papiere zusammen, schaut dann, aus welchem Ort die Vorfahren kamen jeweils und geht dann ins Internet. Wenn es vor 1900 passiert ist, die ganze Geschichte, dann ist es einfach, weil die tschechischen Archive alle Matriken vor 1900 plus minus 5 Jahre digitalisiert ins Internet gestellt haben. Kostenlos zu benutzen, eine wunderbare Sache, fantastisch. Und man kann dann, nehmen wir an, der Opa ist 1880 geboren, wir wissen den Ort, wir wissen das Geburtsdatum oder das Geburtsjahr zumindest und können dann den Opa dort ausfindig machen. Bei seinem Geburtseintrag 1880, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, sind seine beiden Eltern verzeichnet mit Berufsangabe und Herkunft. Das heißt, wir sind wieder einen Schritt weiter in der Ahnenreihe. Das macht es uns insofern einfach, als wir immer, grob gesagt, über den Daumen gepeilt, wir sagen bei den Genealogen, man rechnet etwa 25, 30 Jahre für eine Generation. Wenn wir dann zurückgehen, 30 Jahre, können wir blättern und schauen, wie die Eltern von den beiden wieder hießen und wie wir die rausfinden können. Das heißt, der junge Mensch geht zur Oma und sagt, gib mir mal deine Schuhschachtel und jetzt schauen wir mal durch. Jetzt genau. Ist das Problem ja, dass das meist in deutscher Schrift geschrieben ist. Ja, das Problem besteht natürlich darin, wenn man das angeht, dann sollte man sich schon eine Grundkenntnis aneignen, wie man die alte deutsche Schrift lesen kann. In den ersten zwei, drei Jahren hatte ich erhebliche Probleme, die Schrift zu lesen und habe dann immer an Beispieltexten das geübt und dann auch mir die Seiten aus dem Internet runtergeladen von den Matriken und dann gibt es einen Geheimtrick sozusagen, sag ich mal. Wenn man ein Wort nicht entziffern kann, dann geht man von hinten an, man nimmt den letzten Buchstaben und geht quasi entgegen der Schreibrichtung und findet dann meistens die Bedeutung. Das ist so ein kleiner Trick. Ne? Somit wird die ganze Ahnenforschung spannend für einen selber, weil man erfährt, wie es in seinem Stammbaum zugegangen ist. Ja, das ist insofern so interessant, weil ich sage immer, Ahnenforschung macht süchtig. Es hat ein großes Suchtpotenzial. Wenn man einmal angefangen hat, dann ist es ganz schwer aufzuhören. Und ich bin jedes Jahr 3 bis 5 Mal in der Tschechischen Republik in den Archiven unterwegs. Und ich finde immer wieder was.